Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Voice of Nation. Heute noch wieder ein Lernprogramm, und zwar Lernprogramm heute Nummer 4. Erfahrene Echtzeitstrategiespieler werden wir jetzt machen. 100-jähriger Krieg ist unsere heutige Aufgabe. Wir sind dann nämlich bei 1337. Und mal gucken, was für uns heute die Aufgabe erwarten wird. Und zwar hatten wir die letzten Male auch viel. Britain is a true United Kingdom. With the death of the French King Charles, the crown of France should legally pass to the King of England. The French, understandably upset about this turn of events, dig up an obscure law that denies the English claim. The English decide to seize their holdings in France by force. The French resist. Weil in den letzten drei Folgen haben wir ja vieles gelernt. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir heute noch lernen werden. Und das aus diesem ganzen Spiel heraus. Unfortunately, the French have discovered our intent and have rallied an army of arquebusiers, a new type of foot troop that uses gunpowder. Our army is well trained, but is outnumbered by the French troops. There is no way we can defeat them if we immediately attack the city. In their hasty preparations to defend Compiègne, the French have left the city of Amiens undefended. We should attack and capture Amiens immediately. We can gather resources there to build our army, then defeat the French at Compiègne. This is your army. Their numbers may be few, but they should be able to take Amiens. Wir haben eine kleine Truppe hier. Select your entire army using a left-click drag box. Okay, also das ist jetzt auf einmal eine kleine Armee. Und zwar, ich habe hier besitze jetzt aktuell gar keine Stadt. Ich habe gerade 13% des Landes und er hat gerade mal 70%. Und mit der Truppe soll ich jetzt greife die Stadt an. Okay, das heißt, meine Aufgabe ist es jetzt, die Stadt anzugreifen und die Stadt erstmal zu erobern. Aber gucken wir mal, ob das Ganze hier überhaupt funktioniert hier und auch klappt. So, ein bisschen weiter zu... Nein! Zurück, so. Also die Katapulte sind sehr, sehr stark gegen Städte und alle anderen Truppen, auch gegen andere Leute. Aber die Katapulte machen einen richtigen, dermaßigen Schaden da rein, dass man die Stadt innerhalb von ein paar Sekunden erobern kann. Select the city of Amiens. Ach so, ich soll die Dinger auswählen hier. Mal gucken. Die greifen jetzt zum Beispiel, du greifst das an, du greifst das an. Und der Rest machen dann die anderen erstmal. Und dann seht ihr jetzt hier den Stand der Dinge. Wie jeweils hier so der Schaden entstehen kann. Was eigentlich auch sehr, sehr echt stark sind. Und je höher die sind, desto weitergebildeter sind die und natürlich auch die Gebäude. Aber wir müssten hier eigentlich im Mittelalter. Okay, Eroberung läuft gerade noch. Notice the library has changed from blue to red, indicating it is now under British control. Congratulations, you defeated the French attempt to reclaim Amiens. Military buildings like the barracks and stable remain under French control, but are easier to destroy because they are stranded in your territory. Good. We've destroyed all the French troops and buildings around Amiens. Schickt jetzt mal ein bisschen zurück. Focus on repairing the city and kommt ihr denn her? A few enlightened French citizens have become sympathetic to our cause and have volunteered to aid our rightful claim to the French throne. They have agreed to help us rebuild Amiens to its former glory. Select your citizens, then right-click Amiens to start repairing the city. Krass, also die Wissenschaft ging jetzt gerade... Entschuldigung. Die Wissenschaft ging jetzt verdammt tragelhaft schnell. Ich kann jetzt natürlich kein... Eine anderen Stadt ist in der Nähe. Kann man keine zweite Stadt bauen. Mehrere Städte. Also heute werden wir ein bisschen mehr lernen, als ich gedacht habe. Und zwar werden wir heute
mal ein bisschen mehr drum zu kümmern, so mit Ressourcen sammeln, Forschungen ein bisschen machen. Also heute sehr ein interessantes Spiel heute. Mal ein bisschen besser und sehr mehr viel Verantwortung zu übernehmen. Was ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde, weil ich habe hier so gut wie keine Nahrung, nichts mehr. Mist. Aber es könnte ziemlich gut laufen. Ich meine, es ist ein Lernprogramm, was auch teilweise echt interessant ist, was man da manchmal auch so für Sachen lernen kann oder zum Beispiel auch sieht. Komm, Bibliothek, das machst du jetzt noch schnell. 7 Leute erstmal ausbilden und ja, ich hoffe nicht, dass der jetzt gleich irgendwie auf die Idee kommt, einen Gegenkonter zu machen. Weil das wäre nämlich jetzt nicht gut, weil ich habe nämlich nicht so viele Truppen und wenn ich nicht so viele Truppen habe, kann ich das Ganze auch nicht abwehren. Deswegen wäre das ein bisschen schlecht für mich, wenn die jetzt wirklich angreifen kommen. Ich sollte vielleicht das mal unterlassen. Ja, immer so viel zu bauen hier, weil ich habe jetzt so gut wie jetzt gerade absolut gar nichts mehr. Ich habe noch nicht mal mehr Nahrung, oder so gut wie keine Nahrung, kein Holz, kein Metall, keine Wissenschaft, genauso wie kein Reichtum. Also bis jetzt gerade im Moment nichts. Aber dafür muss ich sagen, dafür können wir uns für jetzt erstmal, was mache ich denn jetzt, habe ich denn jetzt gemacht? Okay, aber erstmal eine Fahne dahin gesetzt, dass die Bauarbeiter dahin gehen, aber das will ich ja selber nicht. Also von daher, ihr seid mir alle mal im Weg. Da wo die zwei Dinger jetzt hier standen, würde ich das gleich nochmal auf jeden Fall aufbauen. Das heißt, hier wieder die Dingens hinbauen. Also ich baue wieder zu viel auf. Ich baue zu viel auf. So, damit habe ich jetzt eingestellt, dass die alle bauen und automatisch sammeln tun. Dass die alles automatisch machen. Kann man alles unten einstellen. Man kann auch dementsprechend auch nur für sagen, die sollen nur Ressourcen sammeln gehen. Die Bewohner oder nur reparieren und dann sammeln gehen. Ja, alles möglich. Also man kann hier eigentlich theoretisch verdammt viel machen. Also die Möglichkeiten sind viel. Und jeweils die Erforschung ist ja auch sehr, sehr gut. Da das alles dann hier den maximalen Wertstand ein bisschen hochsetzen. Tun ich aber immer noch kein Holz. Let's discuss how we can gather resources to build more troops and buildings. Our resources are displayed in the upper left part of the screen. Habe ich nicht. From top to bottom, they are food, timber, metal, wealth, and knowledge. The number on the left shows how much of a resource you have. You have approximately 300 food. The number on the right shows our income level of each resource. Right now, we have very little food income. To get food, we must direct our citizens to build farms. Now let's increase our timber income. Timber comes from the woodcutter's camp, also built by citizens. Select an idle citizen and build a woodcutter's camp. Also, nur noch kurz zum Mitschreiben. Oben, was jetzt in der Liste angesagt worden ist, hier, das ist die Geschwindigkeit der Sammlung. Und das ist dann 32, jetzt nicht viel, deswegen sieht man auch gerade hier nicht so, dass das wirklich so hoch geht. Ja, 7 Bürger ist jetzt nur ein bisschen viel. Dann können wir mal 5 oder 6 Stück machen. Oder 4, 3, 4, 5, 6, 7. Wir machen jetzt einfach mal 8 Bürger und dann wird das schon reichen. Ja, es ist zwar ein bisschen viel, was ich gerade aufgebaut habe für 8 Bürger, aber so viele Leute habe ich auch gar nicht. Und jetzt ist unser Einkommen von plus 70 zu plus 80. Unlike the farm, the woodcutter's camp can have a number of citizens assigned to work on it. Ja, ich hab's gemerkt, ich habe kein Holz, ich weiß. Aber jetzt muss ich mal dieses Holz langsam mal zusammen haben, weil das Ding will ich unbedingt gerne aufbauen. Man merkt schon, dass diese Folge heute extrem länger geht. Man merkt es. Ich glaube, hier geht einfach mal alle Male Holz sammeln. Das wäre am besten, was ihr jetzt eigentlich gerade wirklich. Ich habe keine Nahrung. Tun könntet, weil das wäre das Beste am besten. Irgendwie. Ja, also meine Aufgabe ist es wahrscheinlich, den wieder zu zerstören, aber es soll ja erstmal hier Lernprogramm, was überhaupt hier überhaupt Sache gerade ist. In the bottom right corner is a display of citizens working at the woodcutter's camp. The empty faces show how many more citizens can be assigned to the camp. Each assigned citizen generates an additional plus 10 timber income.
We can start gathering metal by using a citizen to construct a mine. Find an idle citizen and have them start building a mine near the mountain. Okay, die Produktion ist einfach viel zu hoch gerade hier. Ist maximal erreicht hier. Aber dezent. And you can instruct that citizen to build a mine. Mines can be built next to mountains or cliffs. Like the woodcutter's camp, mines don't need to be near a city, but they do have to be within your national borders. Place your mine next to the mountain that is to the right of Amiens. Also ich erforsche jetzt einfach mal ein paar Sachen weiter, weil sonst komme ich hier echt keinen Schritt weiter. Each mountain can support one mine. The bigger the mountain, the more citizens can work at that mine. Let's train more citizens at our city and have them start gathering resources. Now let's build more citizens who can gather more resources or construct new buildings. Ich brauche Nahrung, deswegen muss ich die jetzt erstmal da alle hinschicken. Was will der denn jetzt? Ich hab doch schon. Hab ich doch schon hier. Achso, ich habe aufgebaut, aber sind keine Mannequins da. Erstmal, wie viel braucht denn der hier? 1, 2. Ah, durch Draufklick kann man auch natürlich sehen, hier 80% sind die, weil ein Mannequin sind immer 10, dann das ganze Bindestrich mal 80. Sind also 8 Männer. 3. Mist. Schon wieder keine Nahrung, wa? Manchmal könnte die Produktion echt lahmarschig gehen, aber wenn man sich immer höher arbeitet hier, die ganzen Forschungen nur für Nahrung. It's time to build up our army to attack Compiègne. The French still have a sizable army of gunpowder troops guarding the city. To defeat them, we'll need to exploit their dependence on their new weaponry. The French have been training only arquebusiers to defend Compiègne, so they lack a diverse set of units to defend against any kind of attack. Heavy cavalry have a decided advantage against gunpowder troops. We could build a large number of knights and press the advantage. Watch out for enemy pikemen who would make quick work of our knights. Let's build 6 knights at the stables to prepare for the attack. Ob ich so viel Nahrung überhaupt habe für 6 Dinger? If you need more resources, feel free to gather more on your own. Create more citizens and have them build more farms or work at the woodcutter's camp or mine. Also eins muss ich mir jetzt merken, dass ich jetzt erstmal 3 Ritter habe, aber mir fehlen immer noch 3. In dem Fall, also, ach so, ist egal, welche Ritter ich jetzt herstelle. Hauptsache, es sind insgesamt 6 Ritter, die ich jetzt nochmal üblich dann nochmal dazu nehme. Aber die könnte ich jetzt eigentlich, könnte ich die auch mal nach, in den Dings reinschicken. In die Scheune und den in die Kaserne, dann können die nämlich, wenn die nämlich da drin sind, laden die. Das heißt, die werden wiederbelebt. Was heißt wiederbelebt, sind sie ja schon, vielleicht funktioniert das ja. Weil der Stand ist es, die sind ja alle halt so ein bisschen beschädigt, sage ich jetzt mal. Und wenn man die Leute da reinschickt, dann werden sie dementsprechend wieder geheilt. Und nicht wiederbelebt. Ich war gerade im anderen Spiel irgendwie. Aber das hat jetzt nichts zur Sache zu tun. Jetzt bilde ich noch mehr aus. Hab ich doch. Let's build 6 knights at the stables to prepare for the attack. Ich habe doch 6 Ritter doch. Dings gemacht. Ja. Also irgendwie verstehe ich das gerade selber nicht so hundertprozentig ganz, was der jetzt von mir möchte. Soll ich den jetzt weiter erforschen oder soll ich den... Erstellen Sie 6 Ritter. Also müsste also 6 Ritter sind wahrscheinlich die hier. Habe ich schon nur einen. Oh. Mist. Ja. Gut. Also Nahrung läuft jetzt gerade dezent auch nicht weiter. Ja, Wissenschaft hier. 4. Zeitalter. Mittelalter. Zeitalter. Oh. Schießpulver zu entwickeln. Ja, wäre eigentlich nicht verkehrt. Können die Truppen auch mal ein bisschen stärker werden hier in dem Fall. Ja gut, ich sehe jetzt hier gerade, kann man auch nichts weiterentwickeln. Also würde das auch nicht viel bringen. Erfordert Wissenschafts-3 von der Bibliothek. Bin ich gerade dabei. Gut, sind die jetzt die Leute voll? Ne, immer noch nicht. Ich habe immer noch zu wenig Nahrung. Ich komme irgendwie keinen Schritt weiter. Das heißt, ich kann irgendwie gerade dezent nichts mehr machen. Das heißt, außer muss jetzt erstmal alles sammeln. Und Wissenschaft. Pro Mannequin plus 7. Geht. Wenn das jetzt überhaupt 7 waren, oder waren das einfach nur 7, wenn erhöht, damit
dann 42 da unten steht. War das jetzt richtig oder? Pro Minute kann ich mir nicht vorstellen. Nee, irgendwie weniger gewesen. Jeweils 10 Wissen. Ja, dann war es auf dezent auf weniger. Jetzt muss ich aber. Ich verstehe das mit den Rittern nicht. So. Jetzt sind sie alle wieder geheilt. Jetzt können sie sich alle wieder parat machen hier. Ich werde gleich jetzt wieder angegriffen, das ist so. Ja, ich hab 2, 3, 5 habe ich jetzt. Da fehlt noch der eine. Müsste noch der eine fehlen hier. Ich hoffe es, weil sonst geht es hier irgendwie kein bisschen weiter und ich wusste jetzt selber nicht mal, was ich hier machen sollte. Ansonsten würde ich jetzt gleich einfach wieder angreifen gehen, um einfach wieder die Stadt zu holen. Warte mal. Oder soll ich die einfach hier vorne einfach angreifen? Ich weiß ja nicht. Was soll ich denn tun? Was ist ihr Problem? Ne, ich gehe wieder zurück. Das ist mir zu gefährlich, weil... Okay, der Hauptstadt ist ja... Ne, es ist keine Hauptstadt. Ich habe jetzt 6 Leute ausgebildet. Oder ist das nur der eine, der hier fehlt? Und da muss ich noch einen machen hier. Also irgendwas will die Aufgabe. Erstellen Sie 6 Ritter in der Stallungen. Meinen jetzt mehrere oder... Ups. Da hat es ein bisschen geknallt. Aber alles gut. Okay, ich verstehe jetzt eher dezent ist gerade ehrlich gesagt nicht so die Aufgabe. Ich bin hier Truppen am Ausbilden, aber irgendwie dezent funktioniert hier einfach gerade gar nichts. Wir sind ja mittlerweile auch schon wieder bei 15 Minuten und 40 Sekunden sind wir gerade wieder schon dabei. Bei am Spielen, aber ich greife es einfach an. Want to engage the French before preparations are complete. Move your units back toward Amiens until we're ready to attack. Also er sagt mir jetzt gerade, ich soll jetzt am besten nicht angreifen. Ready or not, defeat the French army and capture Compiègne. If you lose your units, remember to build more at the barracks, stable and siege factory to continue the battle. The French have realized their mistake. Okay, da kommen ja noch mehr. Hilfe. Ich hätte eigentlich jetzt nicht ehrlich gesagt weniger erwartet, dass er jetzt auch mal einen Gegenkonter macht. Select all your knights by double clicking them and move them back to Amiens. Once your knights are away, select all your longbowmen and have them attack the pikemen. Our unique units should make quick work of the pikemen. The French army has been routed. Now that the French are, some of your units are attacking buildings nearby Compiègne, but not the city center itself. We need to capture Compiègne as soon as possible, so select all of your units and direct them to attack the city center. Jetzt sieht das nochmal genau, durch die Katapulte geht auch der Schaden sehr, sehr intensiv runter. Da ist der nächste schon unterwegs, wo geht der hin? Ich halte wieder das Ding an. Ihr sollt die Stadt eigentlich angreifen und die Stadt erobern, aber irgendwie macht ihr das ja nicht. Ob das schon wieder war's hier oder ob das jetzt hier. Oder kriegen wir noch einen Gegenangriff hier? Ich denke mal, ich werde jetzt noch einen Gegenkonter bekommen, weil ich hier seine Stadt erobert habe. Ja, meine Lieben, das war's dann mal wieder mit dieser Folge. Und zwar sind wir wieder bei 17 Minuten und 11 Sekunden. Seine Hauptstadt wäre wieder schon wieder da hinten gewesen. Die hätte ich ja gar nicht erobern können. Also meine Aufgabe ist es, sich hier weiterzuentwickeln, zu wissen, wie man Nahrung, Holz, Metall, etwas anderes nochmal, Wissenschaft und Reichtum sammelt. Also war das eher so die Aufgabe, auch mit Truppen ausbilden, die Stadt angreifen, fertig. Gut, alles klar. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.